Guten Abend. Meine Damen und Herren, vielen Dank für den stürmischen Applaus. Ich begrüße Sie aufs Angenehmste und ich sage mal kurz, wie sich der Abend gestaltet, damit Sie sich ihn kräftemäßig besser einteilen können. Die vor Ihnen liegenden Ausführungen sind überwiegend realistisch, kritisch, satirisch, kurz zur Abgrenzung dieser drei Begriffe. Ein Lilliputaner wird in einem 3,50 Meter langen Sarg begraben. Der Realist sagt, der Sarg ist zu lang. Der Kritiker sagt, der Tote ist zu kurz. Und der Satiriker sagt, da wird er schon noch reinwachsen. Und so ähnlich wird wohl auch der heutige Abend. Und Sie gestatten, dass ich diesen mit einer historischen Anmerkung eröffne. Es gab bis Ende des 19. Jahrhunderts eine sehr schöne Tradition. Wenn da der Vater mit dem Sohn zu irgendwelchen großen Ereignissen gegangen ist, dann hat er ihm unerwartet und ohne ersichtlichen Grund plötzlich eine reingehauen. Warum? Damit das Kind sich später daran erinnern konnte. Damit das Kind sich später sagen konnte, der Papa hat mal eine reingehauen, aha, das muss der Geburtstag des Kaisers gewesen sein. Grund eine sehr schöne Tradition. Die Kinder hatten dadurch unvergessliche Erlebnisse. Um es mal eine Brücke zum heutigen Abend zu schlagen. Meine Damen und Herren, Sie wundern sich auch alle, dass dieser Abend für Sie unvergesslich wird. Deswegen würde ich vorschlagen, wir beginnen vielleicht mal bei dem Herrn ganz außen, der haut der Dame neben sich mal ordentlich eine rein. Nicht aus Böswilligkeit, nein, rein zur Stärkung des Erinnerungsvermögens. Und das machen wir dann gleichzeitig durch sämtliche Reihen durch. Jeder bretzte seinem Sitznachbarn ordentlich eine aufs Haupt. Bin gespannt, wie der Abend sich dann noch weiterentwickelt. Ich bin immer der Meinung, ein Programm wie dieses, das sich mit den Grundprinzipien der Juristerei beschäftigt, sollte eigentlich mit einer Massenschlägerei beginnen. Eine Massenschlägerei hier im Renitenztheater, das ist natürlich eine schlechte Nachricht, aber die Welt steckt ohnehin voller schlechter Meldungen. Warum liest man immer nur unschöne Mitteilungen wie Espressomaschine explodiert im vollbesetzten Restaurant? Warum liest man dagegen so wenig positive Schlagzeilen wie zerstörtes Restaurant war beliebter Juristentreffpunkt? Es ist so einfach, dass die Welt ein klein bisschen rosiger aussieht, wenn man die Dinge nur von ihrer angenehmen Seite her betrachtet. So lassen sich auch extrem heikle Situationen meistern. Sie sitzen im Flugzeug, schauen aus dem Fenster und sehen gerade das Triebwerk davonfliegen. Das ist kein schöner Anblick. Vor allem, wenn der Flieger sich kurz darauf steil nach vorne neigt und ihren finalen Sturzflug übergeht. Aber sehen Sie es von der angenehmen Seite her. Auf die Art und Weise kommt nochmal der Getränkewagen vorbei. Schön, nach diesem kleinen Warm-up. Meine Damen und Herren, Sie befinden sich in einem Programm mit dem Titel Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt. Das ist ein Kabarett, keine Spätmesse. Nicht, dass Sie etwas durcheinander bringen. Und es hinterher heißt, die Predigt war etwas forsch. Und für meinen Geschmack wurde entschieden zu wenig gebetet. Aber kommen wir kurz zum Kern der Sache, meine Damen und Herren. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, in 2 Millionen Jahren gibt es auf der Erde nur noch Termiten und Rechtsanwälte. Termiten und Rechtsanwälte, Sie kennen sie beide, meine Damen und Herren. Das eine sind diese enorm gefräßigen, nimmersatten Dinger. Das andere sind so kleine, weiße, ameisenartige Gliederfüßer. Der Unterschied zwischen beiden Spezies ist nicht sehr groß. Egal welche der beiden sie befällt, hinterher ist immer das halbe Haus weg. Und schauen wir mal, was ich da heute für Sie mitgebracht habe. Das ist unter anderem, dieses Bändchen hier, der sogenannte Schönfelder. Deutsche Gesetze, Schönfelder. Der Schönfelder wiegt exakt 2385 Gramm und geht auf den Juristen Dr. Heinrich Schönfelder zurück. Diesem Herrn war es eines Tages derart langweilig, dass er sich die Frage stellte, wie viele Paragraphen passen eigentlich zwischen zwei Buchdeckel? Also so eine Art juristisches Gänsestopfen. Der Schönfelder ist die berühmteste deutsche Gesetzesammlung seit Erfindung des Dünndrucks. Ja, die Seiten sind wirklich unvorstellbar dünn. Also ungefähr so wie die Gratiswurstscheiben für Kinder in schwäbischen Metzgereien. Ein Quatsch, war der Spaß. So dünn sind die Seiten auch wieder nicht. Sau doch das Klischee. Um Ihnen kurz mal die Fülle des Textes zu veranschaulichen. Also bis hier die 2 Millimeter, das entspricht ungefähr Tolstois Krieg und Frieden.
bis hier dann die Telefonbücher sämtlicher deutscher Großstädte, bis hier entsprechend der ganz große Brockhaus in 1200 Bänden und der ganze Rest bis zum Schluss, das sind die deutschen Vorschriften zur Steuervereinfachung. Der Schönfelder hat noch ein Geschwisterchen. Das ist der Sartorius Verfassungs- und Verwaltungsgesetze. Der wiegt ungefähr genauso viel wie der Schönfelder. Dient also in erster Linie als Ausgleichsballast und sorgt für die nötige Stabilität, wenn der Anwalt mal rasch zum Gericht um die Ecke muss. Das erspart oft den Überrollbügel. Man hat errechnet. Man hat errechnet, dass ein Jurist bis zum Referendariat in Kilopont so viel leistet wie ein Schmied bis zur Meisterprüfung oder ein Lehrer bis zur Pensionierung. Anatomische Vermessungen haben außerdem ergeben, wegen der ständigen Belastung durch Schönfeld und Sartorius sind die Arme beim Anwalt im Schnitt um 2 Zentimeter länger als beim Durchschnittsmenschen. Es gilt die Faustregel, je länger die Arme, umso windiger der Jurist. Einen besonders durchtriebenen Anwalt erkennen Sie zum Beispiel daran, dass er einem Bettler ein Geldstück aus dem Hut nehmen kann, ohne sich zu bücken. Hier stehen ca. 25.000 Paragraphen drin, die wollen wir uns heute mal der Reihe nach anschauen. Ich weiß nicht, haben Sie ein bisschen Zeit mitgebracht? So lange müssen wir es nicht dauernd machen. Wir machen pro Paragraphen nicht mehr als 20 Minuten. Das heißt, was das voraussichtliche Ende des heutigen Abends jetzt letztlich anbetrifft, wir haben jetzt 19.11 Uhr am 28. Juni, Mai, am 28. Mai 2016. Jetzt mal hochgerechnet, 2 lass stehen, 8 lass gehen, 5 nimm hin, nix im Sinn. Das macht 7.12 Uhr am 28. September 2057. Ja, die Älteren unter uns können noch mal kurz telefonieren und sich von ihren engsten Angehörigen verabschieden. Ja, der Abend kann sich doch etwas in die Länge ziehen. Nutzen wir die Zwischenzeit, um uns mit einem weiteren juristischen Stützpfeiler vertraut zu machen. Das ist natürlich das bürgerliche Gesetzbuch, das BGB. Das BGB steht natürlich bereits schon hier im Schönfelder drin. Wurde wegen des großen Erfolges dann auch noch ausgekoppelt. Aber nur hier drin stehen die wirklich wichtigen Dinge zur juristischen Alltagsbewältigung, was eben jeder so den Tag über braucht in leicht verständlicher Sprache, wie zum Beispiel in Paragraph 166 Absatz 1. Soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder durch die Kenntnis oder das Kennenmüssen gewisser Umstände beeinflusst werden, kommt nicht die Person des Vertretenen, sondern die des Vertreters in Betracht. Verstanden? Was los? Kein einziges Fremdwort drin. Gut, da scheinen bei einigen doch noch Fragen offen zu bleiben. Deswegen zur Verdeutlichung noch Absatz 2. Dasselbe gilt von Umständen, die der Vollmachtgeber kennen musste, sofern das Kennenmüssen der Kenntnis gleichsteht. Ich bin mir nicht sicher, ob alle unter uns jetzt spontan sagen können, ob sie schon mal gegen diesen Paragraphen verstoßen haben. Gut, ein paar verständliche Paragraphen stehen durchaus auch hier drin. Das können, dürfen und wollen wir nicht verschweigen. Zum Beispiel Paragraph 919 BGB. Dort heißt es wörtlich. Der Eigentümer eines Grundstücks kann von dem Eigentümer eines Nachbargrundstücks verlangen, dass dieser zur Errichtung fester Grenzsteine mitwirkt, wenn ein Grenzstein verrückt geworden ist. Wenn ein Grenzstein verrückt geworden ist. Also wenn Sie demnächst einen Grenzstein sehen, der eine Zahnbürste hinter sich herzieht, dann wissen Sie, aha, der ist jetzt unterwegs von Paragraph 919 BGB zur nächsten Anstalt für verrückt gewordenes Rechtsinventar, Abteilung psychiatrische Grenzfälle. Die juristische Sprache, meine Damen und Herren, die juristische Sprache liefert uns immer wieder Schmuckstücke von atemberaubender Schönheit. Ich werf Ihnen jetzt einfach mal den Begriff des Ohnbeiners zu. Ohnbeiner. Als
Ohnbeiner, als Ohnbeiner bezeichnet der versierte Jurist einen beidbeinig amputierten. Ohnbeiner, zack! Ohnbeiner tritt im Verkehrsrecht auf. Besser gesagt, tritt nicht auf, er hat da keine. Ja, die Justiz ist unablässig auf der Suche nach Worten, die die deutsche Sprache noch schöner machen. Ohnbeiner, Ohnbeinerin, ohnbeinig. Die vorangegangene Amputation wäre demzufolge die Verohnbeinung. Und gibt es hinterher zwei Prothesen, dann ist das die Verohnbeinung in den vorigen Stand. Kleiner Juristenscherz. Sind Juristen unter uns? Es sind immer welche da, ich weiß es. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Man macht auf der Bühne was Juristisches, da sitzen unten auch Juristen. Immer. Immer die Berufsgruppe, die man auf der Bühne darstellt, sitzt auch im Publikum. Deswegen mache ich als nächstes ein Programm über blutjunge Krankenschwestern. Da sind die ganzen Juristen auch wieder alle da. Aber wir schweifen doch gewaltig ab. Wo waren wir? Ohnbeiner, genau, deutsche Sprache. Gestatten Sie mir einen kleinen Ausblick in die allerfernste Zukunft. Wir lesen eine Episode aus der Grammatikapokalypse. Die steht ebenfalls hier in der guten alten Bibel drin, als Anhang zum Johannesevangelium. Die hat der Evangelist als Postskriptum-Prophezeiung noch an die Ursprungsoffenbarung rangeorakelt. Und da steht im Groben Folgendes. Es kommt der Tag, da die Nationen vor den Schöpfer treten und er wird fragen, nun sagt, was ist eure Botschaft? Und die Nationen werden murren und grummelt nachhaken. Wie? Was? Botschaft? Der Herr aber wird milde sprechen. Es ist ganz einfach. Sagt die Worte, die ihr in eurem Leben am häufigsten gehört habt. Und da wird der Franzose mutig vortreten und sprechen, die Worte des französischen Volkes, das waren die Worte Liberté, Egalité, Fraternité. Und der Herr wird sagen, sehr gut, setzen. Und als nächstes wird ein Amerikaner vortreten und sagen, well, was ich habe gehört am meisten mein ganzes Leben, das waren die $100. In God we trust. Und der Herr wird begeistert sein und sagen, in God we trust, spitzenmäßig, dafür gibt es ein Heiligenbildchen. Und so wird es gehen, lang und länger, bis zu guter Letzt nach Engländern, Indern, Polen und Chinesen, ein Deutscher, der sich bis dahin weit hinten versteckt gehalten hatte, missmutig vor seinen Schöpfer tritt. Und der Herr wird sich zu ihm hinunterbeugen und ihn fragen, nun, was ist die Botschaft des deutschen Volkes? Was sind die Worte, die du in deinem Leben am häufigsten gehört hast? Und der Deutsche wird lange herumdrucksen, unsicher von einem Bein aufs andere treten, bis es endlich aus ihm herausbricht. Das waren die Worte, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen die Packungsbeilage und fragen zum Arzt oder Apotheker. Ja, diesen groben Unfug hat uns das Arzneimittelrecht eingebrockt und man möchte dem Gesetzgeber zurufen, der Spot ist jetzt ein paar zig, 10.000 Mal gelaufen, wir haben es verstanden, wir haben es begriffen, ja, wir haben es kapiert. Wenn wir uns ein Arzneimittel kaufen, dann lesen wir die Packungsbeilage und fragen den Arzt oder Apotheker. Es heißt und. Nur die Packungsbeilage lesen reicht nicht. Wir sollen auch noch den Arzt oder Apotheker fragen, weil die haben ja sonst nichts zu tun. Da gehen wir zum Facharzt für Hals, Nasen, Ohren und Packungsbeilagen. Dr. Reomed bei Pack. Oder noch einfacher, Sie werden am besten gleich selber Arzt. Das ist überhaupt kein Problem, ich habe es mal nachgerechnet. Die Zeit, die man während seines Lebens im Wartezimmer verbringt, würde ausreichen, um selber Medizin zu studieren. Und dann kommen Sie nicht ins Wartezimmer, sondern gleich in die Ärztekammer. Das grobe Umrechnungsverhältnis bei der Warterei ist übrigens 5:1. Also 50 Minuten warten für 10 Minuten gewartet werden. Das macht zusammen 60 Minuten. Und deswegen heißt der Gesamtvorgang ja auch Sprechstunde. Schön, wenn wir schon dabei sind, schauen wir uns rasch noch ein zugehöriges Gesetzeswerk an. Gesetz über Zuzahlung im Gesundheitswesen. Das kennt jeder, der schon einmal einen leeren Geldbeutel von Ihnen gesehen hat. Also Medikamente sind mittlerweile derart teuer. Eine Arzneimittelvergiftung überleben Sie vielleicht, aber finanziell sind Sie mit Sicherheit ruiniert. Diese enorme Verteuerung hat man jetzt in der nächsten Stufe der Gesundheitsreform endlich berücksichtigt. Ab 1. Januar 2017 muss deswegen in jeder Apotheke ein Geldautomat hängen.
Und falls dessen Inhalt nicht reichen sollte, steht Ihnen vor Ort noch ein besonders geschulter Fachmann zur Seite, der sogenannte Hypotheker. Hypotheker, Beruf mit Zukunft, der nimmt für Medikamente Hausinzahlung. Gut, einen Vorteil hat diese Verteuerung durchaus, ach, das wollen wir nicht verschweigen. Wenn bei Ihnen daheim künftig eingebrochen wird, der Schmuck ist noch da, nur die Hausapotheke ist weg. Rund ums Haus finden sich ohnehin jede Menge juristische Glanzlichter. Greifen wir exemplarisch was raus aus den Nachbarschaftsgesetzen. Da kommen wir nun zum wichtigsten deutschen Gesetz überhaupt. Wir kommen zum Bundesrasenmähergesetz. Also das ist schon fast die Avantgarde der Gesetzgebung. Paragraph 1 Bundesrasenmähergesetz. Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist, wer einen Rasenmäher besitzt. Dieser ist ständig mit sich zu führen. Entschuldigung, da bin ich jetzt ins Passgesetz reingerutscht. Naja, es passt ja auch irgendwie. Trotzdem, Bundesrasenmähergesetz oder Technische Anleitung Rasenmäher-Emissionsschutzverordnung, wie es korrekt heißt, besagt, dass es nach 22 Uhr strengstens verboten ist, den Rasen zu mähen. Meine Damen und Herren, ich denke doch, wir sind uns darin einig. Dies ist eine ganz sogar unerträgliche Bevormundung. Wie gerne nämlich würde man gerade nach 22 Uhr und damit in völliger Finsternis mal gründlich den Rasen mähen, hier durchs Blumenbeet, dort voll gegens Apfelbäumchen. Doch, interessante Übung, blinde Kuh für Fortgeschrittene. Ja, beim Rasenmähen hat der Gesetzgeber den Vogel abgeschossen. Das Federvieh muss dabei allerdings hellwach gewesen sein. Denn laut Jagdrecht dürfen ja schlafende Vögel nicht erschossen werden. Über schlafenden Vögeln wacht das Gesetz. Es wird steinalt, der brave Zeisig, wenn wundert sei der Pof, der fleißig. Also schlafende Vögel bitte nicht erschießen. Genauso bin ich natürlich Vögel, die auf Denkmälern rumsitzen. Das sind laut Jagdrecht ornithologische Schutzzonen. Jetzt wissen Sie, warum auf diesen Dingern immer so ein Mordsgedränge herrscht. Das Recht voll auf Ihrer Seite haben Sie hingegen, wenn Sie in unserem wunderschönen Heimatland Baden-Württemberg Heringsmöwen jagen. Paragraph 8 Landesjagdgesetz. Sie müssen halt voran die Nordsee fahren, sich welche holen. In Baden-Württemberg selbst kommt die Heringsmöwe eher selten vor. Genau genommen eigentlich nur in Paragraph 8 Landesjagdgesetz. Schön, von Heringsmöwen nun zu Motten und Flusspferden. Das ist interessant, man hat es nämlich gentechnisch festgestellt, Motten und Flusspferde haben denselben Sexualduftstoff. Das ist interessant, aber andererseits, das wussten wir bereits aus der Alltagserfahrung. Denn wenn wir Mottenkugeln benutzen, haben wir kaum Flusspferde im Kleiderschrank. Gentechnisch festgestellt. Die Gentechnik wird alles verändern. In der Forschungspipeline sind bereits Zitronen ohne Schale und Äpfel ohne Kerne. Schon jetzt dagegen ohne jede Genveränderung erhältlich sind Tomaten ohne Geschmack, Kaffee ohne Aroma und Verkäuferinnen ohne Ahnung. Das Erbgut des Menschen ist mittlerweile komplett entschlüsselt, komplett entschlüsselt. Im Gegensatz übrigens zum Tarifsystem der Deutschen Bahn. Haben Sie mitbekommen, vor 8 bis 10 Monaten haben Wissenschaftler gewarnt, und zwar vor übermäßigem Benutzen der Bahn wegen, Zitat, Gleisverschleiß. Gleisverschleiß, ja sicher, irgendwann sind die Gleise weg und wohin dann mit all den hübschen Zügen? Aber das ist durchaus das Horrorszenario eines jeden Reisenden, der verspätet zum Bahnhof kommt. Der Zug ist noch da. Nur die Gleise sind abgefahren. Abgefahrene Gleise, Wahnsinn. Gut, aber das bringt uns auf direktem Wege, die Gleise, meine Damen und Herren, auf direkten Gleise geht's direkt zum Reiserecht. Das ist ein etwas umfangreicheres Vorhaben. Dreh- und Angelpunkt des Reiserechtes ist natürlich die Reiserechtsschutzversicherung.
Denn Ziel einer jeden Reise ist nicht irgendein fernes Urlaubsland, nein, Ziel einer jeden Reise ist natürlich die nachträgliche Minderung des Reisepreises. Und es kann in der Tat einiges beim Reisen schiefgehen. Nehmen wir folgenden Fall. Ein Mann besteigt ein Schiff in Richtung Indien, kommt aber auf den Bahamas an. Indien gebucht, Bahamas gelandet. So erlebt im Jahre 1492 von einem... Schnell! Reise namens Christopher Columbus, damals ein Akt der Weltgeschichte, heute ein glasklarer Fall für eine Reiserechtsklage. Wir gehen folgendermaßen vor, wir schauen uns mal ein paar herausragend humoristisch durchwachsene Dinge an aus dem Reiserecht, die stehen allesamt hier drin im Büchlein Reisemängel von A bis Z. Da stehen sie drin, wenn man sie vorher reingeklebt hat, sonst nicht. Wir starten beim Landgericht Frankfurt, dem wir folgendes Urteil verdanken. Zitat: Ist in einem Hotelkomplex statt zweier Bars nur eine geöffnet, kann nicht auf Minderung geklagt werden, da sich der Gast ohnehin nur an einer Bar aufhalten kann. Hieraus spricht nicht nur Lebenserfahrung, sondern auch profunde Kenntnis der katholischen Glaubenswelt. Denn das gleichzeitige Erscheinen an mehreren Orten, also das Phänomen der Bilokation, ist nur hohen katholischen Heiligen möglich. Nicht gegen profanen deutschen Pauschaltouristen. Wobei selbst der katholische Heilige bislang noch nie an zwei Hotelbars gesichtet wurde. Dann vom Amtsgericht München stehen zwei Ehepaare, beide klagen erfolglos. Das eine wegen, Zitat, geringer Wassertiefe bei Ebbe. Alles Originale, glauben Sie das mal. Das andere bei das Zitat, völlig unvorbereitet auf einem Campingplatz in Kanada im Winter von Kälte überrascht wurde. Also es gibt so gewisse Klagen, wo ich mir überlege, ob man im deutschen Reiserecht nicht auch seinen Punktekatalog einführen sollte, vergleichbar der Flensburger Kartei. Wer vorsätzlich sinnlos klagt, kriegt 3 Punkte in der Urlaubssünderkartei und ab 10 Punkten ist der Reisepass weg. Ja. Die ist sowas. Schön, ich bin einer Meinung. Das hätte uns eventuell auch dann vor folgender Klage bewahrt. Eine Erdkundelehrerin, wenn Sie sich fragen, wo hat das denn her? Nun, ich habe Tourismusgesellschaften angeschrieben und Versicherungsunternehmen mit der Bitte, dass man für mich mal den juristischen Giftschrank öffnet. Unter anderem kam eben das da zum Vorschein. Eine Erdkundelehrerin klagt wegen, Zitat, zu schnellem Sonnenuntergang auf Mauritius. Geplant war seitens der Pädagogin ein romantisches Versöhnungsabendessen mit ihrem Gatten. Doch dann ging plötzlich die Sonne unter. Was auf Mauritius und damit in unmittelbarer Äquatornähe niemanden mehr überraschen kann als eine Erdkundelehrerin. Dann immer wieder gern gesehen, Reiserechtsklage wegen Insekten. Nichts bevölkert unsere Gerichtssäle mehr als Ameisen, Termiten und natürlich die gute alte Kakerlake. Wobei, was hier insbesondere auffällt, also bei der Beschreibung der Größe von Kakerlaken in Reiserechtsklagen, also die Beschreibung der Größe von Kakerlaken, die schwankt also zwischen Langusti und Bertifogs. Also in der harmlosen Variante. Die richtig großen Kaliber, die haben anscheinend so Dimensionen wie in den Hollywood-Monsterfilmen der 50er Jahre. Ich weiß nicht, haben Sie gesehen? Tarantula. Wo zum Schluss des Films die Riesenspinne hinterm Berg auftaucht und auf die Stadt zukommt, wo bereits das Militär mit Thermonuklearbomben wartet. Also diese Spinne wurde anscheinend doch nicht vernichtet. Sonst können sie heute nicht dauernd in deutschen Reiserechtsklagen auftauchen. Dann gegenteiliges Extrem, Klage wegen einer bloßen Spinnenhaut. Gestatten Sie mir hierzu einen kleinen biologischen Exkurs. Spinnen häuten sich. Einmal im Jahr legt die Spinne ihre komplette Haut, ihre gesamte Garderobe, praktisch ihre komplette Kleidung sozusagen, wird abgelegt und erneuert. Und einige Herren unter uns werden sich sagen, diesen Vorgang beobachte ich seit Jahren so ähnlich auch bei meiner Frau. Immer kurz vorm Schlussverkauf. Das ist fein beobachtet und deswegen heißt es auch die Spinne. Alle Lebewesen, die sowas machen, sind weiblich. Die Spinne, die Schlange, die Frau.
Männer häuten sich nicht der Mannschaft in einem Pulli von der Pubertät bis aufs Sterbebett. Spinnen dagegen häuten sich. Und dann liegt die komplette Spinnenhaut im Garten rum und verrottet einfach. Außer es kommt eine schwäbische Spinne vorbei. Ha, wer schmeißt denn so etwas weg? Hat die schon noch gut? Schwäbische Gene, wem sag ich das? Schwäbische Gene sind prinzipiell zu begrüßen. Jetzt haben wir mal beim Kellner. Der Unterschied zwischen einem schwäbischen und, sagen wir, zum Beispiel Berliner Kellner ist, wenn die Rechnung 19,99 Euro beträgt und sie geben 20 Euro und sagen, oh, stimmt, so guter Mann, dann dampft der Berliner Kellner fluchend ab und sie sehen ihn nie wieder. Der schwäbische Kellner kommt zurück, legt demonstrativ den Zentralsgeld auf den Tisch und noch ein Kondom daneben. Damit sie sich nicht noch vermehret. Aber das geschieht nur äußerst selten, weil wer gibt schon so viel Trinkgeld? Wir sind immer noch beim Reiserecht. Vom Amtsgericht Lüneburg steht ein Ehepaar, sagt soeben in der Karibik eine Kreuzfahrt vollstreckt, allerdings unter erheblichen Schwierigkeiten, denn die Klage lautet auf Reisemangel wegen überwiegender Belegung des Kreuzfahrtschiffes mit Schweizer Jodlergruppen. Schweizer Jodlergruppen in der Karibik. Ich glaube, dieses Drama wird irgendwann von Hollywood verfilmt, als letzter Teil von Fluch der Karibik. Und für mich persönlich die bizarrste Klage ist die Klage wegen, Zitat, mangelnder Lebensgefahr. Klage wegen mangelnder Lebensgefahr, wie dieses. Nun, der Kläger macht geltend, es habe während seines Abenteuerurlaubs keine einzige lebensbedrohliche Situation gegeben, weswegen er nun ganz gerne 40% des Reisepreises wieder zurück hätte. Und das sind genau die Prozesse, wo viele Richter sich sagen, exakt dafür habe ich jahrelang Jura studiert. Damit denn irgendein Rechtsschutz verblödeter Dummdösel kommt und klagt, weil im Urlaub nicht gestorben ist. Es gibt Prozesse, da gibt der Richter vor Verhandlungsbeginn seinen Autoschlüssel beim Gerichtsdiener ab, weil er weiß, nüchtern überstehe ich das nicht. Wenn Sie mal bei Verhandlungen so ein leises Summen im Gerichtssaal hören, das ist nicht die Klimaanlage, da ist im Richtertisch das Kühlaggregat der Minibar angesprungen. Solche Vorgänge, ich sag, münden in eine Reiserechtsklage. Das sind Reiserechtsklagen. Reiserechtsklagen, hochinteressant. Reiserechtsklagen, das sind diese Verhandlungen. Die beginnen meist mittags um zwei, aber die Kläger kommen schon morgens um sechs und legen Handtücher über die Sitze. Und kurz vor Verhandlungsbeginn tauchen sie im Gerichtssaal auf und wollen einen Begrüßungsdrink. Aber hier gilt prinzipiell, im Gerichtssaal gibt es keinerlei Verköstigung. Ich verstehe es natürlich nicht, da sitzen oft 30, 40 Leute rum, die schieben mordsmäßig Kohldampf. Da kommt noch in der Ecke so ein kleiner Elektrogrill, ein paar Würstchen drauf, Fässchen Pilz daneben. Das Ganze gegen einen geringen Aufschlag bei der Gerichtsgebühr. Also eine Art All-Inclusive-Justiz. Gerade bei langwierigen Prozessen, sagen wir, 4 Wochen Hauptverhandlung mit Übernachtung und Frühstück zum Happy-Family-Tarif. Also Kinder werden umsonst verurteilt, aber verweilen wir noch ein wenig beim menschlichen Normalreisenden, dem Homo sapiens sapiens pauschalis. Folgende Situation. Während Sie im Urlaub sind, stirbt Ihr Onkel. Sie werden benachrichtigt, brechen Urlaub, auf der Stelle abfahren, sofort nach Hause kommen, aber dennoch zu spät. Die Verwandtschaft hat die Wohnung Ihres Onkels bereits ausgeräumt. Da können Sie es rein rechtlich wenig machen. Gegen das Plündern nach dem Tode gibt es kaum Paragraphen. Eigentlich gibt es da nur eine goldene Regel, die können Sie sich merken. Wenn Ihre Freunde Ihre Möbel aus der Wohnung raustragen, dann sind Sie am Umziehen. Wenn dagegen Ihre Verwandtschaft Ihre Möbel rausträgt, dann sind Sie tot. Die Regel stimmt immer, da müssen Sie mal drauf achten. Die Verwandtschaft räumt immer gnadenlos aus. Warum auch nicht, Sie dürfen laut Bestattungsrecht ins Grab ohnehin nichts mitnehmen. Ist vielleicht auch besser so, sonst wären die Friedhöfe größer als die Dörfer. Also mitnehmen kann man nichts. Was soll sie auch groß einpacken? Gut, vielleicht eine Leselampe und ein paar Zeitschriften. Falls der Leichenbeschauer sich geirrt hat. Lebendig begraben, das ist der Horror.
Vor allem, wenn man sich nicht sicher ist, ob man daheim den Herd ausgemacht hat. Ja, wir machen jetzt schon mal die etwas makaberen Themen weg, damit wir später den Kopf frei haben für die wirklich makaberen Themen. Erbrecht und so. Ah, nein, wo? Nein, Erbrecht ist eigentlich überhaupt nicht makaber. Aber gut, wenn wir schon dabei sind, meine Damen und Herren, wenn wir schon dabei sind, beachten Sie beim Erben stets Paragraf 1923 BGB. Erbe kann nur werden, wer lebt. Da können Sie sagen, was Sie wollen, das leuchtet spontan ein. Wenn Sie nämlich erben und Sie sind tot, dann haben Sie allergrößte Schwierigkeiten, die Möbel rauszutragen. Deswegen immer ein bisschen auf die Reihenfolge achten. Erst erben, dann sterben. Dann auch ganz wichtig, im Erbrecht ist es klipp und klar, wenn ein neues Testament da ist, wird das alte Testament ungültig. Das ist es natürlich ein schwerer Schlag für die Priester unter uns. Ich weiß auch nicht, warum noch so viel im Alten Testament rumgeblättert wird. Es gilt nicht mehr. Komm. Kaum hatte der Herrgott einen Sohn, schon hat er ein neues Testament gemacht. Mein ganz normaler erbrechtlicher Vorgang. Wenn ein neues Testament da ist, gilt das alte nicht mehr. Das muss man wissen. Nichts lässt auch, um die Verwandtschaft zu ärgern. Wenn es ans Ableben geht, einfach mehrere Testamente in der Wohnung verteilen. Mit so zarten Hinweisen darauf, wo das Gültige versteckt sein könnte. Das heißt, Sie können noch nach dem Tod mit Ihrer Verwandtschaft Schnitzeljagd spielen. Ja, das hat eine gewisse Logik, eine tiefer liegende, durchgehende Logik. Es gibt ja bekanntlich mindestens zwei Arten von Logik. Erstens die aristotelische Logik, die kennen Sie alle noch aus der Schule, die umfasst zwei Prämissen und daraus zieht man dann einen logischen Schluss. Geht grob so zur Erinnerung, sagen wir, Prämisse A, Alkoholikern nimmt man den Führerschein weg. Prämisse B, Elektromobil darf man ohne Führerschein fahren. Logische Schlussfolgerung, alle Elektromobilfahrer sind Alkoholiker. So geht das. Und dann haben wir zweitens, Sie ahnen es, die juristische Logik. Nehmen wir zur Anschauung das Schuldrecht-Modernisierungsgesetz und folgenden Vorgang. Sie bestellen einen gebrauchten VW Golf. Der Autohändler aber liefert versehentlich einen nagelneuen BMW. Sie werden sagen, gut, das ist halt eine Fehllieferung. Aber hier nun greift brillanteste juristische Logik nach folgendem Schema. Es wurde ein Kaufvertrag über einen Golf abgeschlossen. Es wurde ein BMW geliefert. Folgerichtig ist der gelieferte BMW kein BMW, sondern ein mangelhafter Golf. Haben Sie das verstanden? Ein BMW ist ein mangelhafter Golf. Das erinnert rein sprachlich an die Weimarer Tierschutzordnung. Hunde im Sinne des Gesetzes sind Katzen. Sicher, danach kräht heute kein Hamster mehr. Und er gackert auch nicht. Warum sage ich das? Weil es gibt beim Gackern eine sehr schöne juristische Unterscheidung, nämlich zwischen Konversationsgegacker und Legegegacker. Ohne Scheiß, tatsächlich. Das Amtsgericht München, was Amtsgericht München sagt, Konversationsgegacker. Allein der Begriff. Das Amtsgericht München sagt ernsthaft, Konversationsgegacker ist eher so unbetont gleichförmig. So, so normale Hühnergespräche eben. Kann alles Mögliche bedeuten. Der Hof ist zu klein, der neue Hahn ist ein Arsch. Das ist Konversationsgegacker. Legegegacker hingegen, so ist Amtsgericht München weiter, hat eine, Zitat, triumphale Betonung auf dem ersten Gack. Es ist ein Gack mit, Zitat, Ankündigungscharakter. Ein legendes Huhn betont stets auf dem ersten Laut. Wie der Mensch ja auch wieder was geleistet hat. Schaut da endlich jemand, lacht da endlich einer. Das ist Legegegacker. Diese Unterscheidung ist in der Praxis ungeheuer wichtig.
wenn jetzt zum Beispiel ein Tierstimmenimitator, und genau darum ging es im vorliegenden Fall, wenn es ein Tierstimmenimitator für einen Nudelwerbespot Legegegacker imitiert, in den Nudeln aber keine Frischeier drin sind, dann ist das Legegegacker irreführende Werbung. Das sind juristische Highlights, meine Damen und Herren. Schauen wir uns bei der Gelegenheit rasch noch ein paar weitere Jura-Höhepunkte an. Hierzu ein kurzer Schwenk auf § 16 Luftfahrtverordnung. Zum Abfeuern von Seenotraketen bedarf es keiner behördlichen Genehmigung. Das hat der Gesetzgeber fein erkannt. Gerade wenn man so gegen Südpazifik verschollen ist, kann es den Bergungsprozess bisweilen entscheidend verzögern, wenn man vorm Abfeuern der Seenotrakete noch rasch der nächsten Behörde rudern muss. Oder wir wenden uns rasch dem Bundesgerichtshof zu, welcher bereits im Frühjahr 2013 messerscharf erkannt hat, ein Bankschließfach ist keine Wohnung. Gut, aber das hatten wir alle schon immer irgendwo geahnt. Und, meine Damen und Herren, beachten Sie bitte stets das arbeitsrechtliche Grundsatzurteil. Einer Sekretärin kann nicht gekündigt werden, wenn sie sich weigert, während der Arbeitszeit ihrem Vorgesetzten ein Zäpfchen einzuführen. Das, ja. Vorsicht, also liebe Sekretärinnen, wenn der neue Chef sagt, bleiben Sie heute ein bisschen länger da, dann machen wir einen kleinen Einführabend. Ja, das sind heitere juristische Dinge. Einer meiner persönlichen Lieblingsparagraphen steht im BGB, das ist Paragraph 960. Der hat die etwas überraschende Überschrift Herrenlos werden eines Bienenschwarmes. Es kommt, wie gesagt, etwas überraschend im BGB, so zwischen Vielweiberei und Testamentsbetrug. Herrenlos werden eines Bienenschwarmes. Das hat sowas von, wir machen jetzt eine kleine Pause und sind dann gleich wieder für Sie da. Aber wann genau wird ein Bienenschwarm denn herrenlos? Nun, das erfahren wir, wie gesagt, summa summarum in Paragraph 960. Ein Bienenschwarm wird herrenlos, wenn der Eigentümer ihn nicht unverzüglich verfolgt. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie jemanden gesehen, der einen Bienenschwarm hinterherjagt. Denn überhaupt dann nur andersrum. Aber das sind Details. Wie wichtig ist die Frage, wo will er eigentlich hin, unser Bienenschwarm? Nun, das verrät uns Paragraph 961 BGB. Einzug des Bienenschwarms in eine fremde, nicht besetzte Wohnung. Aha. Unserem Bienenschwarm hat es daheim nicht mehr gefallen. Typischer Fall von Tapetenwechsel. Wir wissen es also, unser Bienenschwarm sucht eine nicht besetzte, also sofort bezugsfertige Wohnung. Aber was, wenn er die nicht findet? Nun, dann orientiert er sich eben an Paragraph 962 BGB. Einzug des Bienenschwarms in eine besetzte Wohnung. Hoppla, da kommt Stimmung auf in der besetzten Wohnung. Draußen vor der Tür steht ein einzugsbereiter Bienenschwarm mit bereits gepackten Koffern. Oder wie es bei Menschen heißt, unangemeldeter Verwandtschaftsbesuch. Aber wo ein Schwarm auf der Flucht ist, da wird der Freiheitsgedanke populär. Folgerichtig Paragraph 963 BGB. Vereinigung von verfolgten Bienenschwärmen. Massenflucht. Jetzt wird's kompliziert. Denn wir haben uns zwar mehrere Verfolger, aber nach wie vor nur einen Schwarm. Und ich weiß nicht, wie man den wieder ordnungsgemäß auseinanderbringt. Vielleicht haben sich ja bei der Vereinigung neue Freundschaften gebildet. Die Lage für die Verfolger, also zunehmend vertrackter, etwas Entspannung bringt einzig Paragraph 964 BGB. Der Eigentümer darf bei der Verfolgung fremde Grundstücke betreten. Und das ist auch sehr begrüßenswert, denn Sie können einen auf der Flucht befindlichen Bienenschwarm nur ganz schwer dazu bringen, seinen Ausflug hundertprozentig mit dem örtlichen Verkehrswegenetz zu koordinieren. Die Flucht geht also fröhlich weiter, aber hat eigentlich jemand auf die Uhr geschaut? Was, wenn es bereits nach 22 Uhr geworden ist und auf dem fremden Grundstück jemand rechtswidrig den Rasen mäht?
Dann haben wir folgende Flucht-Gesamtkonstellation. Ganz vorne der Mensch mit dem Rasenmäher, gefolgt von vereinigten Bienenschwärmen und einer furchtlos dahinterherjagenden Menschenmeute. Und ganz zum Schluss noch eine Horde arbeitsloser Rechtsanwälte, die sich von dem Gesamtereignis eine Prozesslawine erhoffen. Wenn sich das mal tatsächlich so ereignet, dann wird es allerhöchste Zeit für eine kleine Pause. Bis nachher.